Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Dieser Moment, wenn man das Popcorn schon vor dem Film aufgegessen hat. Dieser Moment, wenn man manchmal morgens 10 Minuten auf dem Bett sitzt und darüber nachdenkt, wie müde man ist. Dieser Moment, wenn du dir Silvester 2015 und 2016 vorgenommen hast, 10 Kilogramm abzunehmen und nur noch 15 Kilo fehlen. Dieser Moment, wenn dein Lehrer einen schlechten Witz gemacht hat, du aber zwischen zwei Noten stehst. Dieser Moment, wenn du den Tisch deckst und merkst, dass eine Gabel dreckig ist und du dich entscheiden musst, welches Familienmitglied du am wenigsten magst. Du siehst aus wie etwas, das ich mit der linken Hand gezeichnet habe. Das war witzig. Dich töte ich zuletzt. Fick dich. Fick du dich, macht ja sonst keiner. Ich als Trauzeuge. Man hat mir gesagt, dass die Rede immer so lange gehen soll, wie der Bräutigam im Bett durchhält. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich führe finanzielle Transaktionen für ein milliardenschweres Unternehmen durch. Hört sich besser an als, ich arbeite bei McDonald's an der Kasse. Mein Freund liegt mit Morgenlatte neben mir. Ich frage ihn etwas und er daraufhin... Du musst ins Mikrofon sprechen. Bei der Kälte muss man sich genau überlegen, mit welchem Gesichtsausdruck man rausgeht. Das bleibt dann so. Wenn ich mein linkes Ohr ganz fest auf mein rechtes Auge presse, kann ich sehen, wie ich mir beim Gucken zuhöre. Habe zwei lispelnde Freunde aneinander vorgestellt. Nach einer kleinen Schlägerei haben sie festgestellt, dass keiner den anderen verarscht. In Zukunft trinke ich Alkohol nur, wenn ich glücklich bin. Juhu, die Ampel ist grün. Dieser kleine Hautfitzel in der Lippe, den man kurz abbeißen will und dann auf einmal das halbe Gesicht mit abreißt. Immer diese neidischen Blicke im Fitnessstudio. Sollen sie sich halt ihre eigene Pizza mitbringen? Willst du Faust? Ali, 23, Buchverkäufer. Der Furz klingt nur so, weil der Furz an sich eckig ist und wenn er durch das Runde gedrückt wird, brechen die Ecken ab. Wasser löst alle Probleme. Du hast Kopfschmerzen? Trink ein Glas Wasser. Dreckig? Wasch dich mit Wasser. Dein Partner betrügt dich? Ertränk ihn. Wenn sie einen scheinbar herrenlosen Schal finden, sehen sie doch mal nach. Oft befindet sich darin eine Frau, die nicht mehr herausfindet. Amerika hat teilweise wirklich enormes Pech. Es ist fast, als ob das Land auf einem alten Indianerfriedhof liegt. Kommst du on? Damals, 2006. Ich habe mir einen neuen Wecker gekauft. Willst du den morgen früh mal klingeln hören? Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Mit einem Daumen hoch würdest du mich grandios unterstützen. Und wenn du gerade neu hier bist, abonniere doch meinen scheiß Kanal. Bis nächste Woche.